Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22. Und wir sind auf der Galgenberg, allerdings nicht zu einem klassischen Galgenberg-Video, sondern ich möchte euch heute etwas vorstellen, euch etwas zeigen, worauf ich schon hingewiesen habe im letzten Stream auf der Alteiche. Und zwar gibt es ein neues Gerät, ein neues System, ein modulares System, was im Modhub erschienen ist. Und ich war ein bisschen überrascht, dass es doch so lange gedauert hat. Dogface Modding haben das White Spawn Vehicle System veröffentlicht, ist jetzt im Modhub zum Downloaden. Und was ist ein Weitspann-Fahrzeugsystem? Ja, das zeige ich euch mal hier in einem Bild, denn das Ganze ist jetzt auch nicht ganz neu. Hier auf der Agritechnica wurde es vorgestellt und Marktführer ist da die Firma Nexat, denn die haben ein komplettes Paket, ein komplett modular aufgebautes System. Hier gibt es zum Beispiel ein anderes Anbausystem. Ich denke hier zum Grubbern oder zum Ansehen. Ich bin da gar nicht ganz so sicher. Das sieht so auch ein bisschen aus wie Stoppelsturz. Ansonsten haben wir hier noch mit einem Vorsatz für natürlich den Maispflücker. Also so müsst ihr euch das Ganze vorstellen. Das ist ein modulares System, das eben verwendet wird, um ja, die Bodenverdichtung zu reduzieren. Das ist jetzt auch keine neue Technologie als solches, aber wir sind jetzt so weit, wie gesagt, mit der Firma Nexat als Beispiel, dass es hier ein Komplettpaket gibt, mit der man die komplette Feldarbeit durchführen kann, eben von der Bodenbearbeitung über die Aussaat, das Düngen, das Bekämpfen von Unkraut und anschließend natürlich die Ernte. Und das Ganze steht jetzt hier beim Händler, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das hier auf der Galgenberg, denn hier habe ich noch ein Feld gefunden, das auch adäquat groß ist, denn natürlich ist das kein System für den Kleinbauern, sondern da sollte man dann, ich glaube, so war die Zahl, mindestens 2000 Hektar, ab der Größenordnung rechnet sich dieses ganze System. Ich fand es sehr interessant, wie gesagt, Dogface Modding jetzt im Modhub zum Download und zwar für alle Plattformen und deswegen kann ich das hier auch auf der PlayStation hier für euch anzocken. Und es soll auch weitere entsprechende Implementierungspakete geben, sodass das Ganze also ausgebaut wird. Wie gesagt, eventuell noch mit einer Saat- oder mit einer Grubbereinheit. Und ich denke, es wird mit Sicherheit auch eine Spritze kommen. Also wir dürfen gespannt sein. Es gibt auch wirklich ein sehr interessantes Video dazu, zu diesem Mod. Ich wollte das Ganze zum Anlass nehmen, das hier zu testen. Und was braucht ihr? Wie kriegt ihr das Ganze zusammen? Wir müssen zum Händler bei Untergroßtraktoren. So, hier müssen wir rein. Unter Großtraktoren findet ihr das Ganze eben unter der WSVS-Bezeichnung. Das ganze System, und das ist das Basissystem, was ihr eben haben müsst, kostet 395.000. Da gibt es auch nicht allzu viel zu modifizieren, außer der Farbe und EU-Design oder europäisches Design. Das sind dann mehr oder weniger einfach nur diese Schildchen. Jo, und das ist das Basissystem mit 1.156 PS und fährt knapp 41 km/h, 18 Tonnen. Ja, ihr seht schon, die Kabine an der Seite befestigt, hat natürlich den großen Vorteil für den Fahrer, dass er sowohl vor als auch hinter das Gerät schauen kann. Und wie wir das Ganze dann auf die Straße und zum Feld bringen, das werden wir uns gleich ansehen. Aber wir gucken uns noch an, was noch gebraucht wird, denn es ist ja wie gesagt ein Paket. Ihr braucht auf jeden Fall noch das Harvester-System, das HV23 für 75.000 für dieses Weitspann-Fahrzeugsystem und, um das Ganze zum Feld zu bringen, einen Trailer, hier den Hakenlift-Anhänger von Krone. Also das sind so die Basics, dann natürlich die Zugmaschine und irgendwie müsst ihr natürlich dann auch das Schneidwerk zum Feld bringen und empfohlen wird hier entweder das John Deere HD45X oder das John Deere C16F, diese beiden Schneidwerke im Moment, um eben mit diesem System zu arbeiten. Und auch das habe ich schon mal vorbereitet. Das steht hier hinten auf dem Feld mit unserem Glas. Und das alles, diese ganze Kombination, müssen wir jetzt irgendwie zum Feld bringen. Wir starten den Motor, es geht los. Und ihr seht schon, man fährt eben hier vorwärts, rückwärts. Aber wenn man auf die Straße geht, dann müssen wir das System sozusagen die Fahrtrichtung wechseln. Jetzt hoffe ich, dass es da hinten klappt.
Ja, also das macht das System schon wirklich spannend. Es verwendet genau den Platz, den es so einnimmt. Jetzt werden die Achsen eingeklappt und vorne wird ebenfalls in Fahrtrichtung gebracht, die Fahrerkabine. Und wir bringen das Ganze jetzt mal auf die Straße. Und ich gehe noch ein kleines bisschen weiter weg, damit man noch besser sieht, wie das Ganze lenkt. Denn die Herausforderung wird natürlich da vorne sein, dass wir einen Kreisverkehr haben. Da müssen wir durch. So, ja, das ist alles nicht ganz so trivial, ne? Also wenn man zu sehr einschlägt, dann fängt das Gerät natürlich auch ganz schön an zu wackeln. So, da vorne der Fußgänger. Okay. Dann werden wir jetzt als nächstes das Harvester-System aufladen. Auch das ist nicht ganz so trivial. Also da muss man schon auch ein bisschen mit Geschick arbeiten. Das Ganze ist dann wirklich schon ein Schwertransport. Auch hier Motor an. Wir klappen oder wir senken den Arm. Wir senken den Arm. Dann wird das Ganze natürlich angeklappt. So, ankuppeln. Na, stopp, falsch. Ankuppeln. So, dann müssen wir hier wieder umschalten und den Arm anheben, um das Ganze natürlich jetzt auf die Ladefläche hochzuziehen. Und auch das hat ziemliche Breite, ihr seht es. Jupp. Okay, natürlich die Rundumkennleuchten an. Dann fahren wir mal das Ganze vom Hof, weil das war so ein bisschen auch Thema, logischerweise. Als wir über das System eben auf der Alteiche gesprochen haben, war natürlich dann die Frage, wie bringt man das Ganze überhaupt vom Händler vom Hof? Also es wird mit Sicherheit nicht für jede Map interessant sein und es wird mit Sicherheit auch nicht für jede Konstellation interessant sein, weil wir haben jetzt hier schon einen ganz schönen Fuhrpark mit eben hier dem Lifter bzw. mit dem Harvester-System, natürlich dann das Basismodul, der Träger, das Trägermodul und dann haben wir ja noch hier unseren Klaas, der das Schneidwerk mit 13,7 sind es glaube ich hier, auf das Feld bringen muss. Also, dann würde ich sagen, wir fahren mal los und werden mal eine kleine Testernte starten. Ich habe hier auf der Galgenberg extra noch ein Feld angekauft, damit wir hier dann auch wirklich testen können. Und das mit dem Kreisverkehr ist schon eine spannende Geschichte. Also auch dieses System, sage ich mal, bietet sich fast für einen Multiplayer an. Denn bis man das auf dem Feld hat, bis das im Einsatz ist, also da hat man gut zu tun. Aber ich finde es wirklich toll gemacht, eine spannende Geschichte, dass es jetzt endlich und dass es wirklich so lange gedauert hat, bis sich da ein Modding-Team dran gewagt hat, fand ich interessant. Weiß natürlich nicht, ob das auch in irgendeiner Form mit Lizenzen oder ähnliches zu tun hat. Aber dieses System als solches, da gibt es jede Menge interessante Videos auf YouTube. Und ich bin auch der Meinung, dass der Mario Hirschfeld, glaube ich, auch auf dem Nexus-Stand war. Auf dem Nexat-Stand war und sich das Ganze hat erklären lassen. Also, wie gesagt, eine interessante Geschichte, dieses Modul. Aber ist natürlich für den Großeinsatz gedacht, für die Feldeinsätze. Warum jetzt Verringerung der Bodendichte? Ja, wir haben natürlich auf jeden Fall diese Wahnsinnsspannweite und diese Spannweite sorgt eben dafür, dass wir dann auch bei der Ernte praktisch immer beim Rückwärtsfahren oder beim Zurückfahren, ich sage mal, in der Spur fahren können. So, ich habe hier jetzt nebendran das Feld mit dem Nachbarn vereinbart, dass wir hier fahren dürfen. So, wir müssen mal schauen. Ich denke, das Beste wird so sein, weil wir müssen natürlich, denke ich, von rechts ranfahren. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal planen, wie wir das am geschicktesten machen. Dazu müssen wir natürlich jetzt wieder die Fahrtrichtung wechseln, um sozusagen in den Arbeitsmodus zu kommen. Genau. So, und jetzt haben wir den Arbeitsmodus. Und wenn wir den rechts nebendran stellen, genau, dann müsste das dann so passen, dass wir den anklappen können. Also wie gesagt, ich mache das jetzt hier auch zum ersten Mal. Ich bin ebenfalls gespannt. Wir müssen jetzt mit ihm hier, Motor wieder an. Mit ihm hier müssen wir jetzt zum Feld kommen.
Und jetzt sehe ich gerade, dass das natürlich gerade verkehrt rum ist, ne? Also ja, der wird nach links abladen wegen dem Überhang. Aber wir müssen von der anderen Seite rankommen. Oh, wow, wow, wow. Ja, das ist natürlich, da muss man auch Fläche haben, um überhaupt dieses gesamte System hier zusammenzubasteln. Jo. Ja, und wie gesagt, es geht um die Verdichtung. Und dadurch haben wir natürlich wesentlich weniger Fahrspuren auf dem Feld. Der Boden wird weniger verdichtet und das bringt natürlich auch erhöhte Ernteerträge. Ja, und wir brauchen halt auch nicht in Anführungszeichen mehrere Geräte, zum Beispiel eine selbstfahrende Spritze oder dann eben das Erntegerät, sondern das kann man dann eben alles hier modular aufbauen und mit diesem einen einzigen Gerät im Prinzip abfahren. So, dann fahren wir mal hier rein. Und ja, das machen wir anders. Wir fahren einmal um das Gerät herum. Denn wir müssen es ja nach links abladen. So, wird glaube ich ein Schuh draus. Sehr schön. Okay. Arm senken. So, abkuppeln. Ja, natürlich nicht den Anhänger. Hm, Augenblick. So, hier müssen wir natürlich abkuppeln. Und dann müssen wir wieder den Arm anheben. So ist es richtig. Und dann können wir hier sozusagen aus dem Weg fahren. Okay. Und wir holen jetzt noch den Klaas ran mit dem Schneidwerk. Und dann haben wir es nach 12 Minuten knapp geschafft, hoffentlich, dass wir das Gerät einsatzbereit auf dem Feld haben und tatsächlich in die Ernte starten können. Den Abfahrer habe ich auch bereits schon aufs Feld geschickt. Der steht sozusagen auch schon Gewehr bei Fuß in den Startlöchern, um hier auch unterstützen zu können. Und am Ende sind wir mit 4 Fahrzeugen auf dem Feld. Also wie gesagt, das Ganze natürlich nur in Großprojekten interessant. So, hier fahren wir wieder rein. Und jetzt müssen wir wieder schauen. Okay. Ja. Da könnten wir jetzt theoretisch, denke ich, davor fahren. Ist natürlich auch das Thema, dass man das Ganze alles nur mit dieser Kombi im Endeffekt hinbekommt, auch mit Schneidwerkwagen. Weil nicht so wie bei den normalen Dreschern wir das Ganze dann auch durch die Gegend fahren können, weil wir ja quer fahren müssen. Okay, so, wir gehen jetzt mal rüber. Jetzt bin ich gespannt, wie man das Ganze hier zusammengebastelt bekommt. Okay, er sagt ja. Er dockt an. Das war's schon. Huch. Er dockt an. Sehr schön. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Da denke ich, da wird es jetzt Zeit für ein schönes Thumbnail.
Und einmal bitte lächeln. Zack. Und zack. Tja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich meine, auf jeden Fall hat man jetzt hier Übersicht. Also wenn man jetzt übers Feld fährt, da sieht man wenigstens was. Okay. Und jetzt mal schauen. Augenblick, wir machen die Hilfe wieder an. Denn Strohablage ausschalten, Rohr ausfahren, das ist alles dasselbe in grün, wunderbar. Das sind die Funktionen. Drescher anschalten. Ah, wir müssen den erst noch ausklappen. Augenblick. Drescher aufklappen. Ja, das sind jetzt natürlich mehrere. Okay. Spannend, spannend, spannend. Dann wollen wir jetzt mal in die Ernte gehen. So. Arbeitet der schon? Ja, der arbeitet schon, oder? Tatsächlich. Strohablage funktioniert auch. Und so sieht das dann Ganze von innen aus. Man hat als Fahrer hier alles im Blick. Okay, die Kurve kriegen wir nicht ganz so hin. Ja, Heiligsblechle. Ja, das ist doch mal eine Geschichte hier. So, die Arbeitsgeschwindigkeit ist üblich 10 km/h. Und so sind wir hier jetzt auf dem Feld unterwegs. Mit dem White Spawn Vehicle System von Dogface Modding oder eben dem Weitspannfahrzeugsystem. Ich hoffe, da lässt man sich noch ein bisschen was Kürzeres einfallen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze mit dem Helfer funktioniert. Wir fahren jetzt hier in die Spur und dann lassen wir mal den Helfer laufen. So, Dele, und dann machen wir hier nochmal kurz ein paar Bilder, weil wie gesagt, also ich finde das fantastisch. Was haben wir für eine Füllmenge? Ich glaube so um die 22.000 Liter. Da müssen wir jetzt allerdings gucken. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wo sich das Ganze jetzt wirklich befindet. Wir müssen unter die Kombi gucken. Das Weitspannsystem hat eine Menge 23.000 Liter. Tank passen da rein. 23.000 Liter. Lass mich mal kurz schauen. Was haben wir denn so mit bei den größten Dreschern? Ja gut, der ist glaube ich außen vor hier. Was haben wir denn hier bei einem großen Klaas zum Beispiel? 18.000. Hier natürlich der Ideal 17.000. Der Lexion 8900 18.000. Okay, 17.000. Also da sieht man, dass da auch natürlich mehr Material reinpasst. Und man sieht natürlich auch, dass man bei einer Arbeitsbreite von 13,7, denn wie gesagt, wenn der jetzt wendet, dann müsste er jetzt mit der linken Achse jetzt praktisch in der Spur fahren, die die rechte Achse macht. Und dadurch haben wir praktisch auf 27 Metern, also 26,7, also 27 Paar zerdrückte, haben wir dann in Anführungszeichen nur 3 Fahrspuren. Wobei man auch sagen muss, dass eigentlich die linke Fahrspur rein theoretisch, nee, weil das Gerät ist breiter, das fährt also auch auf dem Feld, macht aber auch logischerweise Sinn. So.
Und dadurch müssten wir eigentlich auf dem Feld eine geringere Verdichtung haben. So ist jedenfalls der Ansatz, so ist jedenfalls die Idee. Mal unabhängig davon, dass man natürlich im Prinzip ein Basissystem hat, ein Trägersystem, mit dem man dann hier arbeitet und dann eben nur die entsprechenden Anbauteile dann auch letztendlich hier tauscht. Aber natürlich, wie gesagt, da mussten auch die Zufahrtswege, die entsprechenden Arbeitsflächen da sein. Denn ihr habt das ja jetzt gesehen, wir haben da drüben ein ganzes Feld bald benötigt, um überhaupt dieses Baukastensystem entsprechend zusammenzustellen, um es dann auch wirklich arbeitsbereit zu bringen. Aber ich finde es eine starke Sache. Ich finde es wirklich richtig cool. Und mit dem Gerätchen, da könnte man jetzt wirklich ein wunderschönes Big Farm Projekt machen. Und sollte man natürlich auch entsprechend helferfreundliche Felder haben. Also das ist natürlich auch was, wo man dann schöne rechteckige Felder hat, die man abarbeiten kann. Aber für den Fahrer, wie gesagt, ist es echt hervorragend für den Bediener, weil er hat eine komplette 360-Grad-Rundumsicht. Er sieht vor dem Gerät, er sieht in das Gerät und er kann auch eben sehen, was hinter dem Gerät passiert und bewegt sich hier über dem Feld, schwebt über dem Feld. Also ist schon, wie gesagt, eine ganz, ganz coole Geschichte. Und wir werden jetzt noch schnell abtanken. Weil auf der Seite ist das Abtanken vorgesehen. Dann schauen wir mal, wie schnell das funktioniert. Ja, der gleitet so richtig schön aus, ne? So. So, wo haben wir denn? Da haben wir unseren Abtanker, unseren Abfahrer mit dem Deutz. Haben wir denn da überhaupt einen Weg? Yep, da haben wir einen Weg. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie zügig und schnell er hier abtankt. Ja, das geht auch relativ flott. Ja, und ratzfatz sind hier diese 7000 Liter auch im Überladewagen bzw. beim Abfahrer drin. Wunderbar, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, jetzt mal hier von der Galgenberg mal als kleines Testfeld für ein neues System, für dieses neue White Spawn Vehicle System oder abgekürzt einfach WSFS-System. Dieses modulare System, WSVS, so ist es ja richtig, mit hier diesem System, was unter der Bezeichnung, dem Markennamen Lizard als solches läuft. Ah, ich muss, glaube ich, hier rein, dann kriegen wir hier noch ein besseres Schlussbild hin. So, Lizard WTVS 1180 bei uns hier auf dem Feld unterwegs bei der Sojaernte. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Ganzen haltet. Werdet ihr das auf euren Projekten einsetzen? Habt ihr die Felder, um wirklich dieses Gerät auch zu benutzen? Und das würde mich wirklich interessieren und vor allen Dingen, habt ihr sowas wirklich vorher schon mal gesehen? Wusstet ihr, dass es sowas wirklich gibt? Wäre eine spannende Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.